Ja, das kann man eigentlich nur als griechische Tragödie noch bezeichnen. Also das wird das Land, das ja schon, ja, man muss sagen, eine Elendsökonomie ist. Man hat es zur Elendsökonomie gemacht durch diesen unsäglichen Austeritäts, durch diesen Kürzungskurs. Und Sie müssen sich das ja mal vorstellen, 5 Jahre kein Wirtschaftswachstum, was sage ich, kein Wirtschaftswachstum, eine negative Wachstumsrate, also die Wirtschaft ist um 1/4 geschrumpft. Massenarbeitslosigkeit im Land, 25% bei den Jugendlichen ist jeder Zweite arbeitslos. Also, und alleine hier von Reformen zu sprechen, von weiteren Reformen, ist blanker Zynismus. Also das ist das Ende, so würde ich es formulieren und so weit würde ich gehen, das ist das Ende. Davon wird sich Griechenland nicht mehr erholen. Und wissen Sie, das Schlimme daran ist, ja, dass dieses Geld, dieses sogenannte Rettungsgeld, dieses sogenannte Rettungspaket ja überhaupt nicht beim Volk ankommt, sondern das ist eine Durchfinanzierung. Das Geld wird quasi durchgereicht an die Vermögenden, an die Reichen, die in der Vergangenheit Griechenland Kredite gegeben haben. Das ist reines Tilgungsgeld. Das Geld fließt ausschließlich an die Gläubiger. Und das ist der eigentliche Skandal. Das war ja bei den anderen Hilfspaketen ähnlich. Es werden da eigentlich jetzt nur, sagen Sie, die Kredite und die Zinsen bedient. Mehr ist nicht. Es ist also so ein. Ja, und es ist ja richtig. Und es ist ja noch schlimmer. Das ist ein Ausverkauf. Griechenland muss jetzt das letzte Staatsvermögen, das dieses Land noch hat, muss es auch noch verkaufen, verscherbeln an den internationalen Märkten. Wer kauft das? Das kaufen die Reichen und Vermögenden, damit dann dieses Geld, was Griechenland einnimmt sozusagen für den Verkauf des letzten staatlichen Vermögens, dann auch weiter durchgereicht wird zur Tilgung an die Vermögenden. Das ist der ökonomische Zusammenhang. Da bleibt einem nur noch die Spucke im Munde weg. Dazu wird ja so eine Art Treuhandfonds eingerichtet, in der Griechenland seine Privatisierungserlöse einzahlen muss. Wenn man da jetzt so die anderen Vorgaben betrachtet, ja auch diese Rentenkürzungen, die da verlangt werden, oder die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze, es ist doch eigentlich ein massiver Eingriff in die Souveränität eines Staates. Ja, das sowieso. So, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ja oder verlangt jetzt ja die Troika von der griechischen Regierung vorab, bevor es überhaupt im Parlament verhandelt worden ist, vorab einen Plan, einen Businessplan sozusagen. Das ist das Ende der Demokratie. Das hat ja mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. Der Souverän ist das Volk und damit das Parlament. Also das geht alles überhaupt gar nicht und da spricht man von einem solidarischen Europa, da bekomme ich die Enden nicht mehr zusammen. Und wenn man sich das Programm anschaut, ja, Steuererhöhung, Mehrwertsteuersatz auf 23%, wir haben einen in Deutschland von 19%, stellen Sie sich mal vor, bei uns würde die Mehrwertsteuer auf 23% angehoben. Das hat ja inflationäre Tendenzen, weil die Unternehmen das durchreichen werden. Und wen trifft es? Wieder die Armen. Ich habe nichts gehört von einer Vermögensteuer, ich habe nichts gehört von einer Besteuerung, drastischen Besteuerung der reichen Griechen, die es nach wie vor gibt, vor allen Dingen ihres Auslandsvermögens. Die reichen Griechen haben ihr Vermögen ja längst ins Ausland gebracht. Da hätte man von Europa, von Frau Merkel und von vor allen Dingen von dem Scharfmacher Schäuble, hätte man da Hilfe erwarten können, dass man an die Auslandskonten herangeht, damit das griechische Volk endlich das Geld zurückbekommt, was die reichen und vermögenden Griechen ihrem eigenen Volk genommen haben. Steckt denn in diesem Hilfsprogramm, in diesem sogenannten Hilfspaket oder Rettungspaket, irgend auch ein positiver Ansatz, der vielleicht volkswirtschaftlich positive Auswirkungen hat? Ich kann da überhaupt keinen erkennen, nicht einen einzigen. Was braucht Griechenland? Es ist nun mal so, das Land ist hoch verschuldet, ja, und da muss man auch die Griechen kritisieren. Sie haben in der Vergangenheit auch viele Fehler gemacht, keine vernünftige Steuerverwaltung zu haben. Nur mal als Beispiel, die Regierungen, die konservative Regierung, die sozialdemokratische Regierung, alles korrupte Regierung, was jetzt sozusagen die linke Regierung vorgefunden hat. Und da hat man auch erwartet von dieser linken Regierung innerhalb von einem halben Jahr das alles zu berichtigen. Das ist natürlich Quadratur des Kreises, das geht gar nicht. Aber ich kann hier überhaupt nichts Richtiges erkennen. Nein, was Griechenland braucht, vor dem Hintergrund der enormen Verschuldung, die liegt ja mittlerweile bei etwa gut 180% im Schuldenbestand bezogen auf die jährliche Wirtschaftsleistung von Griechenland,
ist ein drastischer Schuldenschnitt, ein Kapitalschnitt. Ohne diesen Schuldenschnitt wird es keine Genesung von Griechenland geben. Und das reicht ja nicht. Nur dieser Vermögensschnitt reicht nicht oder der Kapitalschnitt, sondern gleichzeitig muss massiv investiert werden. Das ist bei einem insolventen Unternehmen oder einem Unternehmen, das kurz vor der Insolvenz steht, nichts anderes. Da kommt der Insolvenzverwalter an Bord und was macht er? Er spricht mit allen Gläubigern, die Kredite gegeben haben. Sie müssen auf Geld verzichten und gleichzeitig, wenn dieses Unternehmen eine Chance hat am Markt, muss zusätzlich neues Geld in das Unternehmen gepumpt werden und es muss investiert werden, um dem Unternehmen eine neue Chance zu geben. Nichts anderes ist das hier. Deshalb brauchen wir auch jetzt endlich eine europäische Insolvenzordnung für Länder, denn ich befürchte, dass Griechenland nicht der letzte Fall sein wird, sondern dass jetzt auch womöglich andere Länder noch folgen. Schauen Sie sich die Staatsverschuldung in den anderen vor allen Dingen südeuropäischen Ländern an. Das ist alles dramatisch. Und ich habe mal gelernt, noch als Student, heute bin ich Wirtschaftsprofessor, dass ein Land, das tief in der Verschuldung steckt, nur aus dieser Verschuldung rauskommt, wenn es mehr exportiert als importiert. Schauen Sie sich die negative Leistungsbilanz der letzten 20, 25 Jahre der Griechen an. Wie will Griechenland denn das schaffen? Man kann Auslandsschulden nur begleichen, indem eine Volkswirtschaft mehr exportiert als importiert. Das ist ein Leersatz. Da sehe ich mich mal im Ansatz, wie das Griechenland schaffen wollte. Das heißt, Griechenland ist nicht aus der Krise, es ist nicht geholfen. Das, was hier in Europa gemacht worden ist am Wochenende, ist nichts anderes als eine Befriedigung der Reichen und Vermögenden der Welt, die Griechenland in der Vergangenheit Kredite gegeben haben. Jetzt haben doch aber Finanzminister Schäuble und auch der Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel von Fördergeldern im Rahmen der EU in Höhe von 35 Milliarden Euro gesprochen, das Griechenland doch abrufen könnte. Das hört sich doch ganz gut an, 35 Milliarden. Ja, aber die 35 Milliarden sind ja an Bedingungen geknüpft. Das ist ja impliziert eine Eigenfinanzierungsquote und die kann Griechenland aufgrund der hohen Verschuldung ja schon nicht mehr leisten. Das ist doch das Problem. Das ist doch wieder nichts als eine Mystifikation, nichts als eine Täuschung von Gabriel, der sich übrigens hier sehr schäbig benommen hat in der ganzen Situation. Insgesamt die SPD versagt auf ganzer Linie, dieses hier überhaupt mitzumachen. Das ist der Anfang vom Ende. So kann man ein vereintes Europa, ein solidarisches Europa nicht aufbauen. Und die Schuldigen sind Frau Merkel, insbesondere in erster Linie, und ihr Finanzminister Schäuble. Wenn Griechenland bzw. das griechische Parlament jetzt die Vorgaben von der Eurogruppe nicht akzeptiert, dann soll ja der Grexit kommen. Das sagt ja die Eurogruppe. Was hätte denn ein Grexit für Folgen? Ich tue mir da so ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wie so viele andere auch. Ich denke mir halt so, wäre ein Ende mit Schrecken nicht langsam besser als ein Schrecken ohne Ende? Ja, ein Grexit wäre natürlich für Griechenland noch eine größere Tragödie, weil ihr Bankenapparat über Nacht zusammenbrechen würde. Das wäre das Erste, was passieren würde. Und dann müsste man ja die Altschulden mit der eigenen alten Währung, mit der Drachme, die nichts wert ist, zurückzahlen. Das wird überhaupt nicht mehr gelingen. Dann hätte man in Europa ein Armutshaus, das seinesgleichen sucht. Das wäre das Ergebnis. Eine Verelendung, eine völlige Verelendung einer ganzen Volkswirtschaft. Und Griechenland wäre ja weiter EU-Mitglied, das rufe ich Ihnen nochmal in Erinnerung. Grexit heißt ja nicht der Ausschluss aus der EU, sondern Grexit heißt ja nur Ausschluss aus dem Währungsverbund. Das haben viele auch offensichtlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann läuft ja auch noch eine Klage. Griechenland, die griechische Regierung hat ja eine Klage eingereicht. Das geht juristisch auch überhaupt gar nicht. Es ist in den Verträgen überhaupt nicht vorgesehen, dass ein Land aus dem Euro einfach mal rausgeworfen werden kann. Da bin ich mal gespannt, wie das rechtlich am Ende des Tages auch ausgeht. Aber nochmal, ökonomisch wäre das eine Katastrophe. Politisch wäre es auch eine Katastrophe für die gesamte EU. Denn jedes Land muss sich jetzt die Frage stellen, wenn man so mit einem Mitgliedsland so unsolidarisch umgeht, wie geht man dann mit dem nächsten Kandidaten um? Das heißt, Sie können ein Stück auch Tsipras oder die Regierung Tsipras verstehen, dass sie dem nachgegeben hat, obwohl sie doch mit einem ganz anderen Programm... Tsipras wird in seinem eigenen Land dieses Jahr nicht mehr überleben. Ja, das wird er politisch nicht aushalten in seinem eigenen Land. Wir werden das mal abwarten morgen am Mittwoch, was das Parlament dazu sagt, was seine eigene Partei dazu sagt.
Und da habe ich auch kein Verständnis für. Das muss ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen. Referendum auszurufen, es abzuhalten. Und da gibt es ein ganz klares Nein vom griechischen Volk. Und dann geht dieser Ministerpräsident 24 Stunden dahinterher und sagt, Edge, wir haben uns geirrt, ich mache das jetzt doch alles. Also das verstehe ich überhaupt nicht, was er da gemacht hat. Und das wird er auch zu spüren bekommen in seinem eigenen Land. Und das wird er politisch nicht überleben. Sie haben jetzt kurz schon auf die Auswirkungen auf andere Länder hingewiesen. Was wird denn das für Folgen haben jetzt? In Spanien stehen im Herbst Wahlen an der Partei Podemos. In manchen Umfragen wurde ihnen sogar nachgesagt, dass sie die Wahl gewinnen könnten. Podemos steht ja auch für ein Ende der Austeritäts- und Sparpolitik. Ist das jetzt vom Tisch oder muss Podemos jetzt nicht fürchten, dass sie deutlich an Wählergunst verlieren wird? Also dieser Optimismus, der da verbreitet wird, Podemos wird die Wahl gewinnen, teile ich nicht. Das wird nicht eintreten, weil wir können Griechenland nicht vergleichen mit Spanien. Da vergleichen wir Birnen mit Äpfeln politisch. Da wird er die Mehrheit nicht erreichen. Das wird erst gar nicht passieren. Vielleicht schauen wir jetzt doch mal nach Deutschland. Ja, vielleicht noch ein Wort zu Sigmar Gabriel. So was ich jetzt von ihm gelesen und gehört habe, hat er sich ja fast deutlich für einen Grexit ausgesprochen. Seine SPD, von der war jetzt wenig zu hören, ein bisschen Kritik an Gabriel, aber eigentlich ist man auf seine Linie eingeschwenkt. Ja, das ist das Typische für die deutsche Sozialdemokratie. Sie hat historisch, wenn Sie sich diese Partei anschauen, in entscheidenden Momenten schon immer versagt. Das tut sie jetzt wieder. Sie spricht dann ein Jein aus. Und da ist Gabriel ja Weltmeister drin im Jein sagen. Damit kann ich nichts anfangen. Und er ist voll auf Linie der CDU-CSU. Da gibt's überhaupt keinen Unterschied mehr. Und dafür wird diese Partei, die SPD, das sage ich mal voraus, 2017 bei der Bundestagswahl auch endgültig ihre Quittung bekommen. Sie wird wahrscheinlich eine Partei sein, die bei 20% landen wird und in die Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Ist eigentlich, wie so viele Kommentatoren sagen, dass wirklich jetzt ein deutsches Europa wird, gerade der Finanzbereich von Deutschland dominiert? Nein, der Finanzbereich wird nicht von Deutschland dominiert. Der Finanzbereich wird international von den Vermögenden, von den Reichen, von der Finanzoligarchie, David sozusagen, von da aus wird regiert. Die Reichen und Vermögenden, die bestimmen über Politik. Ja, die Finanzmärkte, die Reichen und Vermögen haben längst die Herrschaft weltweit übernommen und sie haben Politik ausgehebelt. Politik ist im Grunde nur noch ein Anhängsel der Finanzwelt. So wird ein paar Schuhe raus. Und das kritisiere ich schon seit Jahren und viele andere Ökonomen ja auch. Krugman, der Wirtschaftsnobelpreisträger, hat es ja jetzt nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, auch was hier in Europa abgeht. Dafür hat er als Ökonom null Verständnis. Das ist kontraproduktiv, das ist nicht zielführend, das verändert gar nichts, beziehungsweise führt zu einer Verschlimmbesserung. Und ich habe da überhaupt kein Verständnis mehr für, wie man so eine erbärmliche Wirtschaftspolitik fahren kann. Jetzt hat sich auch der alte SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine zu Wort gemeldet, jetzt ja bei der Linkspartei, im Saarland noch aktiv. Er sagt im Spiegel, dass er den Euro für gescheitert hält und fordert eine Rückkehr zu den nationalen Währungen. Und er sagt dazu, Zitat, der Euro ist ein Rückschritt im historischen Projekt der europäischen Integration. Ist da was Wahres dran? Nein, das teile ich überhaupt nicht. Der Euro, das will ich auch nochmal in Erinnerung rufen. Der Euro ist eine stabile Währung insgesamt im Konzert. So muss man ihn ja sehen. Ja, trotz der griechischen Tragödie, die sich da jetzt abspielt. Aber der Euro, wenn man eine richtige europäische Wirtschaftspolitik fährt oder in der Vergangenheit gefahren hätte, dann müssten wir jetzt über das, was hier passiert, überhaupt nicht im Geringsten reden. Ja, so muss man es interpretieren. Und das teile ich überhaupt nicht, was Lafontaine da von sich gibt. Aber das war schon immer seine Position. Er hat ja schon immer gegen den Euro gewettert. Ja, es sind Fehler gemacht worden. Ganz klar mit Maastricht. Nur monetäre Kriterien, erinnern sich an die Konvergenzkriterien. Staatsverschuldung war das Kriterium, das da immer wieder hochgehalten worden ist. Man hat die Realwirtschaft überhaupt nicht mit ins Boot geholt. Das waren Fehler, das waren Gründungsfehler. Ja, die sind gemacht worden. Und was heute einfach fehlt, ja, ist bei einer einheitlichen Geldpolitik. Wir haben nun mal nur noch eine Geldpolitik und die wird gemacht von der Europäischen Zentralbank. Das ist so, wenn man nur noch eine Währung hat. Ja, aber da muss man gleichzeitig auch die nationale Fiskalpolitik, die muss man dann stärken, die muss man dann auch vereinheitlichen. Das ist bis heute nicht gemacht worden. Das ist der große Strukturfehler in Europa.
Und ich kann nicht erkennen, dass die europäische Politik, das ist ja das ganze Elend der europäischen Politiker, der Wirtschaftspolitiker, dass sie das erkennen und endlich das Rad rumdrehen. Aber wenn sie das nicht machen, also mein Gefühl ist schon so, dass die EU in einer ganz großen Krise ist. Das wird ja auch von vielen auch so gesehen. Und wenn man da nicht, so wie Sie sagen, in der Fiskalpolitik versucht, das gemeinsam voranzutreiben. Wenn dem nicht so ist, gut, was bleibt dann noch? Dann bin ich dabei. Dann würde ich auch sagen, wenn man das jetzt nicht endlich anpackt, ja, dann ist das ganze Gebäude gefährdet. Wenn Lafontaine das so interpretiert, wenn er diese Prämisse setzt, dann bin ich bei ihm, sonst nicht. Wenn man das jetzt nicht endlich macht, wenn man die Fiskalpolitik nicht vereinigt, die Steuersätze nicht harmonisiert, es kann überhaupt nicht sein, dass wir weiter bei unterschiedlichen Produktivitäten, realwirtschaftlichen Produktivitäten, Innovationsniveaus in den einzelnen Ländern, ja, das nicht gleichzeitig mit abfedert, mit abstützt, auch mit einer vernünftigen Sozialpolitik und vor allen Dingen Steuerpolitik, dann wird es weiter Chaos geben, dann wird uns der Kessel wirklich bald um die Ohren fliegen. Ja, das ist der Befund. Vielleicht zum Schluss nochmal zurück zu Griechenland. Morgen ist die Abstimmung über dieses Hilfspaket im griechischen Parlament. Wenn Sie jetzt Abgeordneter wären, wie würden Sie denn abstimmen? Wenn ich jetzt bei der Linkspartei wäre oder überhaupt, wenn ich nur griechischer Bürger wäre. Ja. Ich würde dagegen stimmen. Das muss jeder Bürger tun. Er muss wissen, wenn er es nicht tut, ist es das Ende. Und davon wird sich Griechenland immer holen. Nur die Tragödie ist es, dass er sagt, ist das zu Beginn dieses Interviews, dass jetzt Griechenland so weit vor die Wand gefahren worden ist. Und das ist passiert in den letzten 5 Jahren mit einer unglaublichen Austeritätspolitik, die gegen jedes Lehrbuch spricht. Und kritische Ökonomen haben das seit 5 Jahren immer wieder gesagt. Wenn dieser Kurs der Austerität weitergefahren wird, wird man eine ganze Volkswirtschaft ruinieren und am Ende des Tages ganz Europa riskieren.